die extrem großen Turbinen und die Rohre, die da runterkommen. Also die Wasserleitungen. Also es ist extrem viel Power, extrem viel Kraft, was da durch die Turbine fließt. Die Kraftwerke werden ja instand gehalten. Also wir haben vor allem drei Standorte, Bergell, Mittelbünden und Limmat. Und bis jetzt wurden alle Aufträge auf Papier gedruckt und verteilt. Und jetzt wollen wir das digitalisieren. Und auch mit der Digitalisierung kommt natürlich auch eine Harmonisierung. Wir müssen unsere Arbeitsweise vereinheitlichen, unsere Daten vereinheitlichen, unsere Abläufe vereinheitlichen. Das Know-how sichern. Wir haben extrem viele langjährige Mitarbeiter dabei. Also die haben so viel Wissen und so viel Gespür für unsere Anlagen. Mit Techniker, mit Ingenieure, Akademiker, mit IT-Spezialisten müssen wir jetzt schauen, dass es für jede in die Kette auch am Ende gut kommt. Wir haben dann ein Backoffice, der die Aufträge im System einpflegt. Natürlich mit den Technikern zusammen, mit den Anlagenverantwortlichen zusammen. Nachher werden die Aufträge auf ein Tablet geschickt und unsere Mitarbeiter vor Ort haben alle Informationen, die sie brauchen. Die können da auch Daten eingeben auf dem Tablet. Die werden auch Dokumente, die sie dann brauchen, einfach abrufen können. Nachher wird es auch automatisch abgeschlossen und zurück ins Backend geschickt. Und so haben wir den Prozess auch digitalisiert, end-to-end. Das ist jetzt die Herausforderung. Aber das geht. Man muss einfach eben miteinander reden, ein bisschen Geduld haben miteinander und bereit sein, Kompromisse einzugehen. Leute wollen was bewegen. Also es ist extrem spannend jetzt in meinem Team. Die Techniker, Elektriker und so, die wissen, dass es geht um ihre Arbeit, es geht um ihre Arbeitsweise nachher und die wollen natürlich mitgestalten.